Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Egal, was jetzt auch in dieser Folge passiert, ich weiß jetzt schon, dass ich die Folge... Das sieht echt cool aus, diese zwei Schwerter. Lebensgefahr nenne. Weil ich mir gerade selber mit einer Pinzette einen riesigen Knochen aus dem Hals rausgeholt habe. Kann ich hier einen Angriff von oben machen? Ach, geil, Dark Souls! Eine coole Drehung. Standard. Hier steht beim Sprinten springen. Achso, ja. Sieht echt cool aus. Und starker Angriff. Okay, warte. Rennen war so. Und okay. Easy. Kleine Titanitscherbe. Hier. Während des Fallens Sturzangriff. RB. Keine Ahnung, was RB ist, aber ich weiß, was ein Sturzangriff ist. Hallo, my friend. Ah. Da vorne ist einer davon. Oh, shit. Oh. Schild gehabt und ein Speer. Brandbomben. Was hier? Ein Blutfleck, echt jetzt? Loser. Oh, shit. Ja. Und ich habe es eigentlich hingekriegt, dass der Sound normal klingt. Oh, shit. Ich dachte gerade, ich hätte ein Schild. Alter, nicht dein Ernst. Alter. What the fuck? Ich will nicht... Okay. Schild in die Hand. Also das war schon, ja, mies. Wo komme ich jetzt hier hoch wieder? Denn ich kann meine Getränke auffüllen. Hier ist auch eine gestorben. Ah, hier sind zwei. Oh shit. Dann schnapp ich mir den mal zuerst. Hey, du da, komm her. Ich hab was Feines für dich. Einen schweren Angriff und dann einen rechten Angriff. Das sieht echt cool aus. Also, ich renne auf die zu und dann gibt's ja mal. Ja, wer hält mehr aus? Die Runde habe ich wohl gewonnen. So, das war's eigentlich, oder? Ja. Da jetzt alle meine Estusflocken leer sind und ich alles aufgeräumt habe, gehe ich mal wieder mir die auffüllen. Ja, verlassen wieder. So. Den rechten Weg will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Und schwer an. Deshalb gehe ich mal hier runter. Oh, verkackt. Oh, ich habe dabei Leben verloren. Hello, my friend. So. Bosskampf. 100. Nehmen wir mal ein Schild in die Hand. Keine Ahnung, was der drauf hat. Ja, man sieht es einfach überall, Blutflecken. Gibt es hier irgendwas? Wahrscheinlich ist das mein Boss. Was macht der gerade hier? Der kämpft gerade. Sieht echt hübsch aus. Lass mich raten, ich brauche einen Schlüssel. Ja, oder die geht von alleine auf, wer weiß. Habe ich das schon erwähnt, dass ich das Problem mit dem Sound gelöst habe? Also, dass die Tonspur, wenn die Leute sprechen, ist jetzt wieder da. Ich hatte das Problem bei Far Cry 3 und auch gerade beim Anfang von Dark Souls habe ich es gemerkt, dass es einfach die Stimme irgendwie gefehlt hat. Habe sie natürlich wieder eingefügt, hoffe ich doch mal. Und jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Das ist ein verdammt cooler Baum. Yggdrasil der Welt. Oh, das ist ja ein Riesengrab. Ja, ich überstürze gerade alles. Ja, gibt es leider nicht zu sehen. Hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Kerl zu tun. Wie geht, was ist das Schwarze da? Und ja. Den Sound habe ich gefixt. Der hat einen riesen
Schwert entfernen. Oh geil, ich will das Schwert haben. Sound gefixt. Ja klar, das Schwert verschwindet. Oh je, je. Neben mein. Oh je. Oh, das hat gesessen. Nein, nein. Shit. Also mit. Ich glaube, mit so Kriegern habe ich es einfacher. Also, was er macht. Oh, what the fuck? Alter, was ist das für ein Kleiner? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Alter. Okay, ich hätte lieber einen menschlichen Gegner. Oh, weg, 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 weg. Noch eine habe ich. Okay, scheinbar greift er nur noch mit der Hand an. Oh doch, nein. Er greift mit der Klinge auch, greift. Damit greift er auch an. Das ist die Frage, wo ich bleiben soll. Okay, ich brauche noch ein bisschen mehr Stamina. Weg von ihm, weg von ihm. Oh, what the fuck, was ist denn? Oh Gott, von dem Ding will ich nicht erwischt werden. Oh, shit. Ich komm. Weg. Er ist tot. Oh, scheiße. Hey, beim ersten Mal. Gewundenes Schwert. Ach, das Schwert, das ich... Cool. Rügsal, Umarmung der Flammen. Cool, Errungenschaften freigeschaltet. Das will ich mir jetzt angucken, das gewundene Schwert. Aber war es schon ein guter Kampf? Ach so. Das ist ein Item oder was? Oder ein Schlüssel oder sowas? Im Schrein Lichtfeuerstoß, um Reisen zu ermöglichen. Um Reisen zu ermöglichen. Wahrscheinlich zwischen diesen. Bonfeiern, Leuchtfeuern zünden. Kann ich da schon was machen? Nö, kann ich nicht. Normalerweise konnte man da aufleveln. Aber cool. Erster Bossfight. Gut überstanden. Wieso brenne ich? Ich check's nicht. Ich brenne und ich habe so das Gefühl, ich habe mehr Leben. Und da oben meine Anzeige ist auch rot geworden. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, jetzt kann ich es öffnen. Dass ich das Ding nicht vorher öffnen konnte. Merkwürdig. Hübsch. Oh, eine Kirche oder ein Tempel. Menü öffnen. Das ist wahrscheinlich weniger hilfreich. Warte, hier war doch was. Und wieder eine Klinge. Was ist das? Gerades Bruchschwert. Ja, meine physischen Dinge ist besser. Gut. Ich habe 7500 Seelen, damit kann ich schon ordentlich leveln, finde ich. Also glaube ich zumindest. Das wäre cool, wenn man dahin noch könnte. Oh, zwei Gegner. Kann ich euch irgendwie... Aber oh, warte mal. Wo war das jetzt nochmal? Brandbomben. Benutzen. Nee, kann ich das? Schön. Wenn man nur Leerstaste drückt, dann macht er so einen Schritt zurück. Hier, das, da, das will ich hier haben. Ob ich die jetzt mit Brandbomben fertig mache? Ein bisschen lame. Ich weiß gar nicht, wie weit ich werfen kann. Oh, oh, okay. Ich brauche die Brandbomben gar nicht. Er kommt zu mir.
Du mit dem Schild, ich bin mit zwei Schwertern. Komm schon. Oh, warte, jetzt kriege ich sie beide. Oh, shit. Ja, ich habe definitiv mehr Leben. Oh Gott, ich will hier bloß nicht runterfallen. An sowas zu sterben. Heimatknochen, ja gut. So wie ich das noch aus dem ersten Teil kenne, sollten die Dinger mich zurück teleportieren. Entweder nach Hause oder zum letzten Bonfire, ich weiß nicht. Wie das genau noch war. Da ist ein Blutfleck, das heißt irgendwas Gefährliches wartet irgendwo. Ich kann jetzt niemanden sehen. Heißt besonders. Da ist auf jeden Fall einer. Ich glaube, da ist einer. Der kniet da rum. Kann ich mir das angucken? Okay, er ist ziemlich weit zurückgegangen. Ah, da sind zwei Leute. Okay. Benutzen wir mal die Brandbomben. Weil sonst werde ich sie kaum benutzen. Ich kann die nicht anvisieren. Oh. Oh, ja, gut, gegen so viele. Okay, dein Ernst? Wie benutze ich ein Item? Wie benutze ich das Item? Ah ja, warte, mit R. Oh, gut. Hat nicht so viel gebracht, um ehrlich zu sein. Habe ich mehr erwartet. Hier wäre es schon schwerer geworden. Aber diese Brandbomben sind echt lasch. Ich könnte schwören, früher konnte man damit einen Boss töten. Och, jetzt würde ich gerne wissen, wie man Tritt ausführt. Wartet, das muss ich mir jetzt nach anschauen. Tastenbelegung, treten. Gegenstand verwenden, interagieren, zwei einige Waffe, schwer ziehen, bla bla. Menü, bestätigen, abrufen. Wie geht treten? Kamera Winkel, ja toll, das brauche ich nicht. Wie geht treten? Ich will treten. Funktion 1, Funktion 3. Scrollen hoch, Tabelle wechseln, Abbruch. Hä? Es gab doch das Ding zum Treten. Ich weiß nicht, wo das jetzt hin ist. Gegenstand verwenden, interagieren. Zweihändige Waffe, ja super. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit der Leertaste zu tun. Warte, versuchen wir es mal. Steuerung und Leertaste, ja, das bringt nichts. Ah, das ist nett. Dann springt er gleich zurück. Nein. V, B, B war irgendwas. Ich weiß leider nicht mehr. Z. Das ist fixieren. Nein, nein. Ja, egal. Gehe war Gestenmenü. You are the next one. Treten. Wahrscheinlich irgendein Kombi. Das war cool. Es gibt Kombos. Ah. Das ist der normale. Wenn ich jetzt rechte Maustaste und Umschalttaste drücke, dann macht er so einen. Wenn ich so mache, dann macht er einen total schweren Angriff. Was, wenn ich jetzt die Taste benutze? Ja, das ist dann ganz normal. Ah, mit Maus kann man auch anvisieren. Dann versuchen wir mal diesen schweren Angriff, ohne selbst runterzufallen. Oh Gott. Ich hätte ihn auch von hinten abstechen können, bestimmt. Dann hätte ich ihn auch so runtergetreten. Egal. Vielleicht schreibt es mal irgendjemand in die Kommentare. Blutflecken, überall Blutflecken. Das heißt, hier wird weiterhin gekämpft. Ich hoffe, das ist nicht schon der nächste Boss. Weil wenn das so wäre, dann wäre das schon extrem. Ich gehe mal da nicht rein. Da sind noch mehr Blutflecken. Das Ding bei Dark Souls, man weiß doch nie, wo man lang gehen darf. Oh, was? Weil es kann sein, dass die Gegner plötzlich viel sind. Sein, dass die Gegner plötzlich viel zu stark werden. Dann ist man halt geliefert.
mal so nennen. Schild. Ist das Schild besser? Physischer Angriff schlechter, Gewicht ist geringer. Aber magischen Damage, Feuerdamage, Blitzdamage macht es besser. Dunkelheitsdamage und Haltung. Haltung, ich weiß nicht, für was Haltung steht. Eine Belastung verringert sich. Ich glaube, ich mache das mal. Allein für so Magieattacken oder so. Praktisch. Hatte ich bisher noch nicht, aber man sorgt doch besser aus. Also wenn ich das Schild einfach weglege. Ich glaube, da bin ich ein bisschen schneller sogar. Ja, spielen wir mal ohne Schild. Okay. Oh Gott, nein, oder? Nein, 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 nein. Ich nehme an, das ist so das Äquivalent zu seinem schwarzen Ritter in Dark Souls. Ich ziehe einfach Schlussfolgerung hier. Glut. Was bringt Glut? Glut, Glut, Glut. Wo ist denn die Glut? Hier Glut. Erhält Stärke der Flamme. Steigert TP bis zum Tod. Ja gut. Ist schon praktisch. Aber ja. Nice. Heimatknochen, ja. Nichts Bedeutendes. Habe ich so das Gefühl hier. Obwohl ich es gerne jetzt gegen ihn probieren würde. Und ich kann ja rumrennen. Gefällt es eigentlich mehr, wenn es auf der Umschalttaste liegt. Was macht der? Okay. Komm schon. Oh shit, der ist viel zu stark. Ich wollte eigentlich was trinken. Komm, komm, komm. Komm, setz einen Angriff ein. Der ist viel zu stark, den kann ich nicht besiegen. Und der macht auch noch Blutschaden. Kann ich die Kameraperspektive wechseln? Weg, 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 weg. So, das ist ein bisschen mehr Platz. Komm schon. Viel zu schnell. Also er ist schneller als ich. Okay. Ah, fuck. Er hat doch mehr Range mit der fucking Waffe als ich. So ein, zwei Schwertern. Ich weiß nicht, ob ich gegen ihn kämpfen soll. Ich hab Angst. Nö. Da mache ich nicht mit. Na, ich weiß nicht. Ein Angriff und eine Attacke und ich bin tot. Ich kann ihn natürlich besiegen. Ich bin mir sicher, dass ich es kann. Uiuiui. Burn, bitch. Ich sagte burn. Oh. Fuck, leer. Ich könnte aber auch meine Heiltränke auffüllen und dann auch nochmal gegen ihn kämpfen. Aber er ist schon halb weg und ich habe schon meine Dinger verbraucht. Warte, ich könnte einen Angriff von oben machen. Shit. Jetzt habe ich die Ding verpasst. Komm, 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 komm. Komm runter. Dann starte ich einen Angriff von oben. Und das zieht, soweit ich weiß, sehr, sehr viel Leben ab. Komm, 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 komm. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Komm her. Komm her, du dumme KI. Nein, du sollst unter mich kommen. Genau, komm her. Schon. Ach, diese dämliche KI. Die soll unter mich kommen und nicht drumherum laufen.
Okay. Komm. Setzt du einen Angriff ein und ich setze auch einen Angriff ein. Oh, ich könnte ihn runterkicken. Oder backstabben. Das würde ihn auch umbringen. Also das würde ihm sehr, sehr viel Leben ziehen. Komm schon. Komm. Ja, scheiße. Oh nein, ich habe ja die Seelen vergessen. Ich habe ja 7500 Seelen. Ah ja, komm, 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 komm. Du bist gleich Geschichte, mein Freund. Ich bin tot. Nein! Okay. Wir sind beide schon fast am Ende. Jetzt hätte ich gern wieder die Brandbomben, ganz ehrlich. Nein! Er ist nicht... Ich bin nicht zurückgesprungen. Fuck. Oh no. Komm, diesmal, ich muss es schaffen. Ich muss ihn nur hier irgendwie herlocken. Dieses Blocken, damit hat er mich echt zweimal hart erwischt. Ansonsten kann ich ihn besiegen. Gut, 100 Schaden zugefügt. Bin ich stolz auf mich selber? Ja. Ist er tot? Ja, 1000 Seelen habe ich bekommen. Easy. Das hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Ich habe nicht mal einen Eintrag verbraucht. Feuerbahnschrein öffnen. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Oh, da ist irgendwas. Aber das ist verdammt dunkel da drin. Schön. Ich dachte jetzt nicht, dass das so schnell geht. Ich glaube, ich schaue mich noch ein bisschen um. Ich glaube, ich war nicht ganz da hinten, oder? War ich ganz da hinten? Oh doch, ich war hier schon. Unten? Nichts. Hier unten. Ah. Nochmal Glut. What the fuck? Was für ein Drecksköter. Ich hasse Hunde, ganz besonders in solchen Spielen. Die sind immer viel zu schnell. Na gut. Dann betrete ich mal. Kann doch kommen. Sieht geil aus. Oh. Das ist ein Thronsaal. Hier sind doch ein paar Leute. Und Blutflecken. Überall Blutflecken. Okay. Was steht hier? Scheinbar greifen die mich nicht an. Tolle Aussicht voraus. Warte, Blutflecken. Kann es sein, dass die von irgendwo runtergefallen sind? Nahkampf wird benötigt. Übrigens, Vorsicht vor Ausdauerverlust. Aha. Ah, da ist ein Schmied. Ich glaube, das ist mein Base. Oder so. Welcome to the bonfire, unkindled one. Jo. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Cool. Aufsteigen, geil. Well. Then touch the darkness within me. Was? Take nourishment from these sovereignless souls. Also, da ich keine Ahnung habe, was ich so richtig will. Ob ich jetzt. Ich bin eigentlich ein Nahkämpfer. Das heißt, Stärke muss auf jeden Fall hoch. Und ich bin auch eigentlich so ein Dex-Typ. Stärke muss auf jeden Fall hoch. Aber Leben ist natürlich auch wichtig. Deshalb. Ich weiß nicht gerade, was ich brauche. Deshalb gehe ich mal auf Leben. Machen wir das mal so auf 15. Kondition, Belastbarkeit. Was ist der Unterschied eigentlich? Warte. Kondition ist Ausdauer. Das ist gut. Und Belastung? Ah, das ist, wie viel ich tragen kann. Da ich gerade keine wirkliche mehr Ding brauche, würde ich mal sagen Kondition. Bringen wir das mal auf 100. Dann noch vielleicht Stärke.
Und das war's schon. Ja, ich bekomme einfach mal 130 Leben mehr. Das habe ich echt eigentlich ganz gut. Kann ich auf jeden Fall ein paar Schillige mehr einstecken. Wie komme ich zurück mit B? Mindestens ein Attribut. Zurück. Was kann ich jetzt machen? Quatsch mal noch. To be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I'll show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Okay. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Warte, kann ich Ashen One, produce the core. The mark of ash will guide thee to the land of the lords. To Lothric, where the homes of the lords converge. Ashen One, to be unkindled is sovereignless. I will show the ash. Ja. Okay, warte, well, Ashen One. Die hat gerade was von diesem Schwert gelabert. Ich hab nicht aufgepasst. Bringt das gewundene Schwert zum Leuchtfeuer. Zu welchem Feuer? Das Zeichen der Lothric, where the homes of the lords converge. Okay. Was hast du mir zu sagen? Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Zusammenbrechen gelernt. Don't you think? Nö. Das meine ich nicht. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends. Those who would link. Okay. Du laberst immer the same shit. Und ich jetzt. Zumindest habe ich erstmal die Seelen ausgegeben. Bin ein paar Level gestiegen. Wo zum Teufel bin ich jetzt gelandet? Na, warte, ich höre den Schmied. Well, Schmiedchen. A newcomer, I see. Das ist der aus dem ersten Teil. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Waffe verstärken. Ausrüstung reparieren. Ah, da kann ich entscheiden. Ja, gut. Lass mal das einfach mal so, wie es war. Bestätigen wir. Vollkommen verstärken. Was braucht es? Schirms verstärken. Ja, okay, benötigt. Waffe durchwirken. Verstehe ich nicht. Was ist denn das? Benötigt Objekt. Oh, das ist um einige stärker. Dann, hier macht es Feuerschaden. Feuriger Edelstein. So einen habe ich doch, oder nicht? Ich hab mir doch am Anfang so einen gegönnt. Zurück. Zurück. Ich weiß immer noch nicht. Pretty, be careful. I don't. Bla bla bla. Ziemlich dunkel hier alles. Ich denke nicht wirklich, dass ich hier noch was finde, oder? Ah, hier ist ne, hier ist ein Zeichen. Lass erscheinen, Hoffnung. Warte.
Ach, nein, komm schon. Das verstehe ich nicht. Lasst erscheinen, Hoffnung. Ich soll die Hoffnung erscheinen lassen? Verstehe ich nicht. Gibt es vielleicht ein Item, das ich da benutzen muss an dieser Stelle? Dort weiß ich nicht. Ansonsten habe ich da noch einen gesehen. Schon wieder ein Blutfleck. Wieso sterben die hier? So ein Spacken, der ist einfach runtergesprungen, gestorben. Hinterteil voraus, deshalb Zunge wird benötigt. So geil. Also zumindest glaube ich, die stechen sie die ganze Zeit ab, ich verstehe nicht warum. Da ist doch einer. Hm, toll. Hinterteil voraus, Zunge wird benötigt. Diese Leute sind auch sehr frivol oder so. Alter, der hat keine Beine mehr. Oh, that hat ein Kindle. And a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Okay, gibt's noch was? Of our purpose. Ja, das weiß ich schon. Oh! Fret not, my feet are here firmly planted, for I am a lord. Heißt das, ich kann ihn töten? Einfach so? Treat the fire shield. Hm. Ich habe gerade das große Bedürfnis, ihn abzustechen. Ein Dark Souls. Hm, vielleicht brauche ich ihn später noch für irgendeine Mission. Deshalb würde ich das ungern machen. Ansonsten würde ich mich noch gerne ganz oben umschauen. Und dann die Folge auch beenden. Oh, da steht irgendwas. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Kann ich leider nicht drauf, ist alles irgendwie verbrannt. Da sind viele, viele Schwerter. Kein so hübscher Sitzplatz, das ist ein großer Sitzplatz. Und ansonsten habe ich nicht wirklich was zu tun, habe ich das Gefühl. Da geht's raus. Da geht's noch höher. Oh Gott, Blutflecken. Heißt wohl, dass die Leute darunter gesprungen sind. Ist da etwa Nebelwand? Drei Bewertungen. Ja, ich glaube, da kann ich kann hier noch eine Weile mich umsehen, deshalb würde ich den Part an dieser Stelle beenden. Und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.